steh auf dem Hochhausdach und hab den Tod vor meinen Augen. Doch was ich jetzt von hier oben seh, ihr werdet es kaum glauben. Ein lauter Knall und viel Geschrei, die Menschen rennen hin und her. Doch ein gutes hat die Autobombe, sterben will ich jetzt nicht mehr. Ich werd jetzt Terrorist. Ich werd's euch alles zeigen. Und wenn ihr dann endlich dasteht, dann werd ich mich verneigen. Am Orgelauf oder beim Überfall, ein Anschlag aufs Regierungsgebäude, dann hab ich die Aufmerksamkeit von euch allen, von der ganzen Meute. Ein lauter Knall und viel Geschrei, mein eigener Terror, der ist geil. Entzückt lach ich in mich hinein, befriedigt lehn ich mich zurück. Ihr seid mein. Ich werd jetzt Terrorist. Ich werd mein eigener Arbeitgeber. Ich werd jetzt Terrorist. Ich werd ein fieser Bombenleger. Ich werd jetzt Traktorist und Maurer und Kellner will ich sein. Ich will auch Fliesenleger werden. Doch irgendwann will ich Bombenleger sein. Das Wasser unter
ist wohl mehr als unerhört. Ob Besetz oder Mietvertrag, das macht doch keinen Unterschied. Geld und Gier regieren das Land und darum singen wir dieses Lied. Widerstand ist zwecklos, doch mit der Urne hinten raus. So stehen sie da recht wütend vor den Besetzten aus. Er stand seit Jahren her und es wird niemand mehr gehen. Das ändert auch wir wollen nicht. Komm, bleib besser draußen stehen. Widerstand ist zwecklos, komm mit erhobenen Händen raus. So stehen sie da recht wütend vor dem Besetzten aus. Es stand seit Jahren her und es wird niemand mehr gehen. Das ändert auch wir wollen nicht. Drum bleib besser draußen stehen. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollbracht habe. Und ich hab es nie getan. Ich gehe immer neue Wege und das nicht zum ersten Mal. Ich hab das Schlechte schon gesehen. Wie schlechter geht es nicht. Ich glaube auch nicht an Wunder und so lass mich sperren dich. Quatsch ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist schwach und ich bin die Tyrannei der bösen Männer.
Gesetze und ich glaube nicht an Recht. Werden Gesetze sinnvoll, geht es mir nicht so viel schlecht. Und wenn ich will, dann laufe ich amok, spritz mir Arsch hinter den Nuss. Die Menschen heutzutage sind so scheiße und das macht mich nervös. Dann laufe ich amok, spritz mir Arsch hinter den Nuss. Die Menschen heutzutage sind so scheiße. Und ich glaube nicht an Geld. Ich denke, dass daran die ganze Welt nicht bald verfällt. Und ich glaube nicht an Frieden, denn ohne Hass kann man nicht lieben. Ich glaube nicht an Krieg, weil es da keine Sieger gibt. Und wenn ich will, dann laufe ich amok, spritz mir Arsch ins Rasenöss. Die Menschen heutzutage sind so scheiße und das macht mich nervös. Dann laufe ich amok, spritz mir Arsch ins Rasenöss. Die Menschen heutzutage sind so scheiße. Aber
was könnte ich schon von euch lernen? Ihr habt dasselbe nie gelebt, höchstens das, wie man es nicht macht. Ich möchte konsumieren, so sehr ich mich auch bemühe. Mir fehlen die Rätsel zu euch, such nach Mäuler mit nur du. Das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee Fraktion. Sie hatte es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, als ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. So eine furchtbare Angst, und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Und plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist, doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen die mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte,
sei die Schwester von Che. Den Zeitungen stehen, bringt sie tot oder lebend. Wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. 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 Yeah.
Nebenwelt, im Bilde meiner selbst. Im Verstehen und Starr, dass ich jetzt auch vorher war. Im Verstehen und Starr, dass ich jetzt auch vorher war. Auf weißen Stühlen. Ich geile dich an ihrer Dummheit.
Hier sind die Noten für Chaoten und ein bisschen Poesie. Ein Stück von Mutters Erde, diese Lieder sterben nie. Hier ist der Ton, der die Musik macht. Warum ist sie noch so schön? Mal nimm und mal heiter oder krankhaft und obszön. Hier ist die Meuterei, der zu was uns gefällt. Der Mensch in die Gesetze und der Kampf an diesem Welt. Hier gibt es keinen Kommen, hier gibt es keinen Frieden. Wir löschen eure Kehle und Feuer mit Benzin. Feuer mit Benzin. Feuer mit Benzin. Für Mongolen, Melodien, die man raucht. Wir quatschen keine Opern, sondern reimen, bis es raucht. Hier ist der Rhythmus, wo man mit muss. Die Verse fürs Gehirn, Hämorrhoiden für den Arsch und der Schlag vor deine Stirn. Der Tum, was uns gefällt. Wir brechen die Gesetze und der Kampf an diesem Feld. Hier gibt es keinen Kommen, hier gibt es keinen Frieden. Wir löschen eure Kehlen und Feuer mit Benzin. Feuer mit Benzin. Feuer mit Benzin. Leise vor sich.
ich hasse dich. Schein, Heiligkeit im Land, ein Funke der Vergangenheit, ein Fach, den Fächer brand. All die Fahnen und Parolen, all die Dummheit und Gewalt. Jetzt sieht man sich schlau, doch die Geschichte ist bekannt. Wird morgen wieder gestern sein, ist es schon zu spät. Wie viel mehr muss noch passieren, bis ihr es versteht? Wird morgen wieder gestern sein, ist es schon zu spät. Wie viel mehr muss noch passieren, bis ihr es versteht? Diese Zeit, sie stinkt nach Nostalgie. Diesem dummen Nationalgefühl. Die Ignoranz gibt der Politik freie Hand. Wer Geld bringt, ist gut und bleibt im Land. Wird morgen wieder gestern sein, ist es schon zu spät. Wie viel mehr muss noch passieren, bis ihr es versteht? Wird morgen wieder gestern sein, ist es schon zu spät. Wie viel mehr muss noch passieren, bis ihr es versteht? Das Gerede von Toleranz und Offenheit, nur eine Lüge, sie sind alle mit dabei. Braune Töne ziehen nun mal wen an, ohne Rücksicht auf die Folgen schlägt man sie an. Denn wir wollen eine bessere Zeit, eine
gemeinsam sind wir stark genug, sie zu stürzen, eure Macht. Die geballte Macht der Worte und die Solidarität lässt euch nachts nicht schlafen. Sprecht schon mal euer Gebet. Es ist soweit, es ist soweit. Wir haben nichts zu verlieren. Es ist soweit für eine beste Zeit. Wir sind bereit, wir sind bereit, das nicht mehr zu tolerieren. Denn wir wollen eine beste Zeit. Es ist soweit, es ist soweit. Wir haben nichts zu verlieren. Es ist soweit für eine beste Zeit. Wir sind bereit, das nicht mehr zu tolerieren. Denn wir wollen eine beste Zeit. Eine beste Zeit. Eine beste Zeit. Eine beste Zeit. Thank you.
nuclear force is planning a war to kill us. We must stop this madness, and we must learn to live together in peace. Aus der Welt, die Kreuze.